Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Warmes Wetter auch in Zwickau und gut 7000 Fans freuten sich auf das Duell des RSV gegen den hallischen FC und sie waren natürlich auch gespannt auf die Rückkehr ihres alten Trainers. Thorsten Ziegner stand von 2012 bis 18 an der Seitenlinie in 213 Spielen, da gilt es viele Hände im Vorfeld zu schütteln. Jetzt ist er Trainer des HFC. Die spielen in Grau und kommen nach einer Viertelstunde das erste Mal in den 16-Meter-Raum. Und im Zentrum, da zeigt sich einer der Neuen, Pascal Sohm nämlich, mit dem Kopf noch allerdings ungefährlich. 1000 Fans mitgereist, machen Betrieb, Stimmung insgesamt im Stadion ausgezeichnet. Bonga ist das. Tassis Bonga, einer der Neuen des FSV Zwickau, und dass er einen rechten Fuß hat, das zeigt er hier mal an, auch wenn dieser Schuss dann doch noch deutlich vorbeiflog. Aber der FSV Zwickau, er wird mutiger in diesem Spiel. Knappe halbe Stunde gespielt. Nils Miatke mit Christian Bickel im Zusammenspiel. In der Mitte verpasst Bonga, aber Könicke ist da! Mike Könicke mit dem 1:0 und Kai Eisele, der Neuzugang von Hansa Rostock, noch dran mit der linken Patsche, aber ihm ist kein Vorwurf zu machen. Er wusste ja nicht, dass Könicke an den Ball kommt, rechnete wohl auch mit Bonga, der verpasste, und Könicke ist der Nutznießer. Führung nach einer knappen halben Stunde für den FSV Zwickau. Vom HFC muss mehr kommen. Brydon Manu, letzte Saison, am ersten Spieltag beim 4:4 umjubelter Torschütze, geht mal bis zur Grundlinie und da ist Fetsch, aber Brinkies mit der rechten Hand am Ball. Beste Aktion des HFC bis hierher. Ausgehend von Manu, Fetsch dann noch bedrängt von Antonic und Brinkies mit der rechten Hand pariert bärenstark. Halle jetzt mit einer guten Phase. Pascal Sohm scheitert wieder an Brinkies und plötzlich geht's ganz schnell. Christian Bickel, der hat eine Menge Platz, marschiert Richtung gegnerische Hälfte, sucht dann Bonga, der verliert fast den Ball, wird dann aber prima eingespielt von Mike Könicke. Bonga, Bonga, Bonga! 2:0 FSV Zwickau. Tassis Bonga, der 21-Jährige aus der Regionalliga, ist er gekommen. Mit seinen langen Gräten geht durch die Abwehr des HFC und steckt ihn rein zur 2:0-Führung. Joe Enox kann zufrieden sein mit dem ersten Durchgang. Eine 2:0-Führung heißt aber auch aufpassen. Ein einzelner Treffer des HFC und die Gäste, sie wären wieder drin im Spiel. Wir sind in der 75. Minute. Es dauert, ehe der HFC mal nach vorne kommt. Aber dann durch Bentley Baxter-Bahn, einer der ehemaligen Zwickauer, versucht es mal. Allerdings blieb auch er ungefährlich, wie die gesamte Mannschaft im zweiten Durchgang. Und so gehörte die letzte Chance dem FSV Zwickau. Und es war nochmal einer der Torschützen. Es war nämlich Mike Könicke, der abzog. Aber knapp verzog und so blieb es beim 2:0. Und das liegt auch an der neuen Aufgabe, die Mike Könicke von seinem Trainer bekommen hat. Ich spiele jetzt eine Position weiter vorne und es hat super gepasst. Ich habe super viele Freiräume, kann die Stürmer bedienen, die Außen. Und das hat, würde ich sagen, auch im ersten Spiel jetzt überragend geklappt. Und genau daran müssen wir weiter anknüpfen und nicht nachlassen. Das ist wichtig. Ich glaube, in Zwickau ist es immer schwer. Heute haben wir es uns ein bisschen schwieriger gemacht. Es wurde ja viel geschrieben, auch im Vorfeld und so. Und dann haben wir es in der ersten Hälfte einfach nicht hinbekommen, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Zwickau hat zwei Torschüsse, glaube ich, heute gehabt. Die waren beide drin. Wir hatten auch unsere Chance und Zwickau hat sie gemacht, wir nicht. Für Thorsten Ziegner und seinen hallischen FC geht es jetzt schnurstracks Richtung Vorbereitung auf den nächsten Gegner Fortuna Köln, während der FSV Zwickau es zweimal auswärts zu tun bekommt. Nächstes Wochenende beim KSC und dann in der englischen Woche in Braunschweig.